0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, und schon wieder ist es 1 Uhr nachts und schon wieder sind wir da. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt In der Disco passiert. Was ist euch schon alles in einer Diskothek passiert? Schönes, weniger schönes, gewalttätiges, sexuelles, ungewöhnlich bizarres vielleicht, was auch immer. Wenn ihr mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. In der Disco passiert, das ist heute unser Thema. Und der Erste, der dazu angerufen hat, heißt Thorsten. Und der Thorsten ist 28. Hallo, ja. Thorsten. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Morgen. Ja, mein Thema, würde ich sagen, ist etwas bizarr. Aha. Ja, ich bin vor ein paar Jahren mal in einem Club gewesen, in Düsseldorf. Ja. Und ja, haben mit ein paar Freunden, also mit einer ganzen Clique, richtig gut gebechert, darf man sagen. Mhm. Schön getrunken. Mhm. Und mir fiel Anfang des Abends schon eine nette Frau auf, die auf dem Podest ziemlich gut gekleidet war, am Tanzen war und ja, mir eigentlich ziemlich angesagt hat, ja. Die machte so Table Dance, oder? Ja, sie war am Tanzen, also war ein Gast, ganz normal. Ne? Ach so, war ein Gast. Ja, ja, war ein Gast. Also keine Angestellte. Bitte? Keine Angestellte. Nee. Mhm. War sehr nett gekleidet und sah auch sehr, sehr schick aus. Und ja, im Laufe des Abends, wenn man so mehr trinkt, dann wird die Frau ja sowieso immer schöner. Mhm. Und ja, dann ging es halt los. Irgendwann bin ich dann darüber gegangen mit einem was zu trinken und wir kamen uns dann etwas näher. Ja. Haben uns dann auch sehr nah in der Ecke verzogen, sag ich mal. Ja. Und ein bisschen rumgemacht, getätschelt und hast nicht gesehen. Ja. Wieder ein paar Stunden später sind wir dann aus dem Club abgehauen, in das nächstgelegene Hotel. Ihr beiden? Ja. Ja. Und ja, dann ging es dann richtig zur Sache. In das nächstgelegene Hotel? Warum nicht zu dir nach Hause? Weil ich etwas weiter weg wohne. Ah ja. Und also, sie wollte auch nicht, dass du mit zu ihr kommst? Nö. Nö. Es war auch so gar nicht die Rede davon. Ja. Wir sind ins Hotel gegangen, es war ratzefatze geklärt. Und sind dann da eingelaufen und ja, haben dann da weiter rumgekuschelt, wenn man das so sagen darf. Mhm. Thorsten hat sich dann oral von der netten Lady befriedigen lassen und ging auch alles ziemlich flux, bis sie sich dann auszog. Dann hatte ich eine ziemlich heftige Überraschung zu sehen. Es war nämlich keine Frau. Ja? Ich wollte gerade sagen, ihr sagt bitte nicht, dass es ein Typ war. Doch, also vom ersten Eindruck her, ich sagte ja so wie es ist, es war nicht zu erkennen. Also, ja, ich weiß, es gibt Transsexuelle oder Transvestiten, Transsexuelle ja. Wahrscheinlich. Ich glaube eher Transsexuelle. Die so fantastisch weiblich aussehen, ja. Die auch Busen haben. Ja, richtig. Sehr feminin auch. Ja. In der. War was, eine deutsche Frau? Nee, es war keine. Es war, ich denke mal so Philippinerin mit ja. Noch was. Ja, wie war es? Wie weit hatte sie sich denn schon ausgezogen, als sie dich oral befriedigt hat? Also Brust und so war frei und ja. Sonst erstmal war das Kleid noch an. Ja. Und ja, dann hat sie mich oral befriedigt, war auch alles sehr nett, ja. Wenn ich so sagen darf. Und dann sollte es wohl weitergehen. Hast du sie denn dann ausgezogen? Ja. Und genau. Hat sie sich da, sie muss sich doch dann irgendwie, oder er? Ja, oder sie wie? Hat sich gewindet. Erstmal. Genau, ja. Das hat mir erstmal gar nicht, ich war echt gut besoffen, wenn ja, ich so sagen ja. Darf. Das hat mir auch erst gar nicht irgendwie Misstrauen erweckt oder so, ne? Das kann einen ja noch anmachen, sowas. Ja. Ja. Ne? Und, aber dann hast du ihr irgendwann letztendlich die Kleider vom Leib gerissen. So entrissen habe. Und wärst vom Glauben fast abgefallen. Es war du da gesehen? Für mich. Ja, was denkt man denn in dem Moment und was tut man vor allen Dingen? Ja, ganz ehrlich, ich habe mich angezogen, war weg. Du hast nichts weiter gesagt. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Mhm. Also du hast einen Mann mit einem Penis gesehen, ja. Der irrigiert war, vermutlich. Ja. Und ja. Du hast aber Gott sei Dank die arme Person nicht irgendwie beschimpft oder gar geschlagen nein, oder nein, irgendwas. Nein. Also ich bin aus dem Hotel verschwunden, musste mich draußen dann erstmal deftig so ergeben. Ja. Und hab mir dann erstmal die nächste Flasche Wodka an der Trinkhalle bzw. Tankstelle gekauft. Ja. Und richtig Gas gegeben. Das Einzige, was ich dann getan habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mir ein Glas Sekt ins Gesicht geschüttet, wo sie im Club wieder aufgelaufen ist. So. Ach, die ist dann nochmal zurückgekommen? Ja, ja. Ja, klar. Du bist auch wieder in diesem Club sicher, gegangen? Sicher, meine ganzen Kollegen waren ja da und die mussten ja auch wissen, wie es gelaufen ist, nicht wahr?
Nur zu meinem Nachteil muss ich auch noch dazu zugeben, Kollegen von mir, wir wussten auch, dass es ein Transvestit ist. Die haben dich ins Messer laufen lassen, ja, und haben sich ins Fäustchen gelacht. Ich war das Gespött für die nächsten Wochen. Das kann ich mir denken. Ach, dann kam dieser Mensch, die Frau, wieder in die hat aber auch Mut, dass sie dann wieder hingegangen ist. Ja. Vielleicht ahnte die gar nicht, dass du da auch hingegangen bist. Ja, vermutlich, weiß, wie ne? So Menschen drauf sind. Ja. Es ist ja nichts Böses in dem Sinne. Ich hätte vielleicht nur erwartet, dass sie das sagt, ne? Ja, es ist natürlich ein Beschiss. Ne, das ist ja, das eine also, so. Es gibt ja durchaus auch heterosexuelle Männer, die genau auf so eine Kombination stehen. Genau. Die sind vielleicht ja nicht so ganz hetero, aber irgendwie doch hetero. Ja. Aber bei dir war es ja richtig, sie hat dich an der Nase herumgeführt. Also ich hatte erstmal die nächste Woche die Nase voll, ne? Ja, ja. Also ich bin in einer langen, festen Beziehung gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und es war auch nicht so angenehm meiner... Das heißt, da gehst du schon einmal mal fremd und, ja. Und ja. Dann geht's gleich so los. Also da musste ich mich echt schon zusammenreißen. Also es war, alles war am Lachen. Also ich habe es meiner ganzen Familie nachgekonnt, ich selber drüber schmunzeln. Ja. Und also wir haben nachher zusammen gegessen und haben gelacht darüber. Ne? Als die Frau nochmal in den Club zurückkam, ja. Hat die nichts gesagt zu dir? Irgendwie, tut mir leid? Nee, gar nichts. Sie, ja, hat dich angeguckt? Sie hat nur dreckig gegrinst. Ja. Mhm, ja. Ja. Das ist auch der Anlass gewesen, warum ich dann so quasi einen Ausrutscher hatte mit dem Sekt. So, ne? Ja. So, was lernt man daraus? Ja, man kann ja gar nicht so genau hingucken, um das vorher zu eruieren. Direkt einen Schritt fassen oder so. Nee, also ich bin ja normalerweise überhaupt kein Verfechter von One-Night-Stands oder so. Ich meine, es ist zwar vielleicht mal was ganz Nettes oder was, aber bin ich sowieso nicht und seitdem erst recht nicht. Mhm. Also seitdem schon mal gar nicht. Also wenn, dann erstmal richtig kennenlernen und dreimal hingucken. Mhm. Ja. Du hast das deiner Beziehung dann gebeichtet, dass das passiert ist. Ja. Warst du denn bis zu diesem Zeitpunkt auch schon mal untreu gewesen? Nee. Und wie hat deine Freundin darauf reagiert? Die hat sich kaputt gelacht. Ja, also Leute, das ist ihm richtig, das ist ihm recht geschehen. Sie hat so ganz klar auch gesagt, das geschieht ihr recht so. Aber du hast wirklich recht. Ich habe auch schon Transsexuelle gesehen in so Bars oder Clubs, die sehen so wahnsinnig aus. Toller als manch eine Frau. Ja, genau das war es auch. Also sie war, ich bin 1,88 groß. Mhm. Die Dame oder es war so 1,80. Ja. Grazil wie sonst was. Ja. Ne? Also richtig top Figur. Ja. So, ich mag auch so Frauen eigentlich. Ne? Ja. Und schwarze lange Haare, rotes Samtkleid. Ich meine, was will man noch sagen? Die Brüste definitiv. So. Du solltest vielleicht demnächst erstmal, bevor du sowas tust, mit dieser Person in die Sauna gehen. In die Sauna. Ne? Dann weißt du ja Bescheid, woran du bist. Alles klar. Das, wenn das nochmal passieren sollte, sage ich mal so. Ja, dann meldest du dich aber nochmal bei mir. Domian, ich danke. Danke für den Anruf, mach's gut. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. In der Disco passiert, ihr Lieben, heißt unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr mir auch was erzählen könnt an ungewöhnlichen, bizarren oder vielleicht auch nicht so schönen Dingen, die euch in einer Diskothek passiert sind, dann meldet euch ganz einfach unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist die Magda. Und Magda ist 54 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Magda. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Sendung. Dankeschön. Und ich muss dir eine Geschichte erzählen, die ist schon über 40 Jahre zurück. Erzähl. Das war damals, das war in unserer Zeit, wir sind ja im gleichen Alter, diese Beatclubs. Ja, das war noch ein bisschen vor meiner Zeit. Hamburg aber. Hat das so diesen Starclub damals gehabt. Ja. Wir hatten zu Hause diesen Starpalast, hieß das. Ja. So, meine Freundin damals, heute noch Freundin, sagt zu ihrer Mutter: Hör zu, ich schlaf bei Magda, ich zu ihr gesagt, ich schlaf bei Helga. Mhm. Irgendwie kriegte ihre Mutter das raus, dass das nichts an dem war. Mhm. Wir in diesen diese Schuppen da rein, wir konnten da rein, weil, und der Besitzer war unser Nachbar gewesen. Mhm. Daher mhm. kamen wir da rein. Ja. In welcher Stadt war das? In Buchholz in der Nordheide. Aha. Können wir alle. Ja, aber das ist die Autobahn Hamburg-Bremen. Ah ja, okay, alles klar. Mhm. Die Ecke da. Ja. Na, wir beide da rein, alles gut und schön. Irgendwie muss ihre Mutter das wohl spitz gekriegt haben, dass wir da waren. Ich weiß, wir wissen es heute noch nicht. Ihre Mutter hat es uns auch nie erzählt. Kam da rein mit Schirm in der Hand, wie so ein Furie. Oh, die haben die Mama reingelassen. Die Türsteher gab es damals? Da hat die gar nicht nach gefragt. Das war eine Oberschwester. Gab es denn damals schon Türsteher an den... Ja, die von einer Kasse waren. Ja, an der Kasse, klar, natürlich. Ja, man muss ja Eintritt damals, mit dem Magen, glaube ich, war das gewesen. Ja, ich weiß es nicht mehr. So, jetzt kam die Mama mit dem Schirm da rein. Und die hat uns dermaßen... Genau jetzt, so wie du die Hand hältst, so hat den Schirm gehalten. Genau. Also, so kam die an. Die hat uns dermaßen verdroschen. Die hat die beiden Jungs verdroschen. Wir auf allen Vieren da rausgerutscht.
das ein Endergebnis war. Beide Stumares gekriegt und hat uns verdroschen. Aber das Strich und Faden. Jetzt weiß ich nicht, ob du es gerade am Anfang gesagt hast. Wie alt wart ihr da? Ja, wir waren 14, 15. Hey, da wart ihr auch sehr jung. Ja, aber da mussten wir ja hin. Wir wollten ja mitreden in der Schule, ne? Dass die euch überhaupt reingelassen haben. Ja, aber das war der Besitzer war unser Nachbar gewesen, von mir und meinen Eltern gewesen. Ja. Der kannte uns gerade durch. Ja. Denn mein Vater hat gesagt, okay, wenn die Kleine rein will, Karl-Heinz, pass auf die Mädels auf. Also seid ihr richtig verdroschen worden. Ja, so richtig schön. Also der Schirm lebt aber noch. Er hat zwar eine neue Krücke gekriegt, aber sonst, er lebt noch. Was gab es denn dann ein Nachspiel noch davon? Ja. Also bei dem Besitzer selber gar nicht mehr. Also jedenfalls hatten wir teilweise auf dem Rücken blaue Flecken und ich sage eben, das Endergebnis war 4 Wochen Stumares und wir durften uns 4 Wochen nicht sehen. 4 Wochen Stumares und 4 Wochen nicht sehen. Ja, also das war das Schlimmste von meinen Freunden für mich damals gewesen, was es gab. Ja. Also das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Weil da wart ihr natürlich, wie man so schön sagt, gebrannte Kinder in Sachen Ausgehen. Seid ihr denn dann in den nächsten Jahren vorsichtig? Wir sind wieder rein. Natürlich. Und da war das ja bei uns auch noch so gewesen, so heute wie die Mädchen mit Minirock laufen, das gab's doch bei uns gar nicht. Wir hatten sehr konservative Eltern gehabt. Ja. Und da gab's das ja so ganz. Der Rock, der ging ganz anständig bis an die Wade. Klar. Wir waren aber noch nicht ganz um die Ecke rum, da wurde der Rock aber hochgekrempelt. So. Perlock-Schrumpfstrumpfhose gab's ja auch noch nicht. Aber das war doch dann auch super peinlich für euch vor den anderen Jugendlichen. Glaubt man, dass wir schamviolett angelaufen sind vor den Jungs? Da glaubt das, man dran. Das glaube ich. Und seid ihr nicht hinterher noch zum Gespött der anderen Jugendlichen geworden? Unter Garantie, aber in der Schule. In der Schule. Ja. Mhm. Und das war eine sehr große Schule, wo wir beide waren. Ja, das sind so Sachen, die vergisst man nicht, ne? Ja, ist auch damals war es ja auch noch so gewesen, mit den Perlungsstrumpfhosen gab es ja damals nicht. Die Perlungsstrumpfe mit dem Einweggummi noch festgemacht. Wir fanden uns ja totschick. Hat ja keiner gesehen. Ja. Man sah ja nur den kurzen Rock, sah man ja nur. Man sah ja nicht, wo wir die Schrumpfe festgemacht haben. Das gab es doch wie heute, gibt's das doch gar nicht. Hattest du denn hinterher, als du ein bisschen älter warst und schon rausgehen durftest, noch so Vorlieben in Sachen Gruppen und Bands, wo du gerne hingegangen bist? Ja, also ich gehe heute auch gerne, also ab und zu mal ganz gerne tanzen. Ja, und im Moment ist das leider nicht möglich, ich bin sehr krank. Ja. Aber wenn ich mit meiner Freundin zusammen wir telefonieren, sage ich, Helga, weißt du noch Tante Emmy? Ja, ich weiß auch Tante Emmy und der berühmte Scherm. Gab es damals Gruppen, Musikgruppen, die du gerne gemacht hast? Ja, also das gab damals in Hamburg, in Buers hatten wir damals die Teenies hießen die damals und die Beatles, das waren ja meine Gruppen damals. Klar, das war natürlich und die Spieler von den Beatles, die das alles nach, von den Stones spielen die das alles nach. Hörst du das heute auch noch gerne, diese Musik? Ja. Ja. Also ich bin heute noch großer Beatles-Fan, also wenn irgendwas über Paul McCartney kommt. Ja. Und deswegen, was so kurios an der ganzen Sache ist, bei den Beatles, John Lennon wurde auf meinem Geburtstag erschossen. Ach, wie kurios. Ja. Also ist da auch mal gleich dann so eine Gedankenverbindung da, wenn du Geburtstag hast. Ich höre sie heute noch gerne. Ja. Also, deine Erinnerung an die Diskothek, ich bin verprügelt worden. Damals fanden wir das überhaupt nicht witzig. Von Tante Emmy war das? Ja, die berühmte Oberschwester Emmy haben wir immer gesagt. Die war auch wirklich Oberschwester da im Krankenhaus gewesen. Damals. Ja, ja. Die arbeitet mit meiner Mutter zusammen im Krankenhaus. Verstehe. Und daher kannten die sich ja eben. Ja. Magda, danke für deinen Anruf. Domian, ich wünsche mir noch ein Autogramm von dir. Ja, dann legst du. Ja klar, legst du bitte auf wegen der Anschrift. Wir rufen dich nochmal an. Okay, Domian, mach weiter so. Juhu. Und toi 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 für alles. Dankeschön, vielen Dank. Mach dich weiter, lieber, bleib gesund. Danke sehr. Sehr nett von dir. Tschüss. Und hier ist der Hans. Und Hans ist 34 Jahre alt. Hallo Hans. 34, genau. Stimmt? Ja, schönen guten Abend, Domian. Schönen guten Abend. Disco-Geschichten, in der Disco passiert. Erzähl. Ja, da war 89, nicht so eine sehr schöne Geschichte. Und zwar ging es darum, es wurde an der Tankstelle, haben sich eben ein paar Jugendliche aus unserer Gegend, sag ich mal, mit der Engländer in der Haare gehabt. Mit Engländern? Ja, richtig. Das heißt, die waren da stationiert, Soldaten oder was? Richtig, das waren, die hießen die Green Jackets. Ja, ist egal, wie sie hießen. Jackets waren das. Ja. So, und und da ging es eben an der Tanke, haben sie irgendwie in der Haare gehabt. Und dann ich war da eben nicht bei, ich habe es nur gehört, dass da ein Engländer sozusagen fast zu Tode gekommen wäre. Bei der Schlägerei. Das war aber noch an der Tankstelle. Ja, richtig. Ja. Und dann waren wir in der Dings-Disco da, unsere Dorf-Disco, sag ich mal, die hieß die Grille. Und
da waren ja auch immer Engländer, die waren andauernd da. Eigentlich so waren die immer friedlich. Mhm. Also man hat sich mit denen verstanden, dies und das, mal Bier getrunken. Ja, und dann haben wir nur gehört, wie wir um, ich sag mal so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so 2-3 Uhr, haben wir davon eingehört, da draußen geht's voll ab. Vor der Diskothek. Ja, genau, vor der Diskothek. Also Schlägerei vor der Diskothek. Ja. Ja. So, und dann bin ich mit meiner Bekannten rausgelaufen, also da spricht mit meiner Pflegema rausgelaufen. Mit deiner Pflegema? Mit deiner Pflegema. Ja, richtig. Pflegemutter, die war mit in der Diskothek. Ja, auch, ja. Mhm. So, und dann sind wir rausgegangen und dann haben wir nur gesehen, wie die Engländer auf Autos so raufgesprungen sind, haben alles kaputt geschlagen. Ja. Autos, Geschäfte, egal was da war, die waren mit 40, 50 Mann da, das ging da total ab. Sind die denn dann auch noch in die Diskothek reingekommen? Oder hat sich das dann alles vor der Diskothek abgespielt? Ja, auch nachher noch rein. Ja? Aber wie gesagt, das habe ich nicht mehr so da mitbekommen, weil ich nur meine Pflege mal versucht habe, da wegzubringen von dem Ort. Mhm. Wie alt warst du da? 89, da war ich 18. Mhm. Das heißt, du bist nicht einbezogen worden oder ihr in diese Schlägereien? Nee, Gott sei Dank nicht. Du hast nur dieses Bild vor Augen, dass die da alles platt gemacht haben. Und die Angst wahrscheinlich dann auch, das ist ja ein schlimmer Eindruck, wenn man das so sieht, ne? Wenn so mit brachialer Gewalt etwas zerstört wird. Also das war wirklich hardcore. Also der Kumpel von mir, der ist auch da sozusagen fast zu Tode gekommen, weil die ein paar Engländer haben auf den eingeprügelt und immer nur auf den Kopf. Mhm. Der hat da in seinem eigenen Blut gelegen, der wusste auch gar nicht mehr, wie er heißt. Mhm. Die haben nur einen Notarzt gerufen. Und dann kam irgendwann die MP, die kennst du ja, die MP, ne? Mhm. So, und dann kam nur noch die Deutschen der Polizei. Ja, und haben das dann alles auseinander. So, und nicht nur das, die Deutschen haben sich mit den MP draußen rumgeprügelt. Mhm. Die haben sich gegenseitig mit einem Knüppel immer auf den Kopf, weil die MP hat auf der Engländer da eingeschlagen, weil die sind ja da auch nicht gerade sehr harmlos. Mhm. Also das Ganze hat 1989 stattgefunden. Ja, 89. Ist schon eine ganze Weile her. Wie ist die Sache dann letztendlich ausgegangen? Du hast es dann ja wahrscheinlich auch noch irgendwie verfolgt, in Nachrichten, in Zeitungen. Gab es da einen Prozess, gab es Schuldige? Was wurde aus? Der Einzige, was da ausgegangen ist, sind die ganzen Engländer. Mhm. Also es waren meistens nur Engländer, es waren ja auch 40, 50 Engländer da, die wurden da alle erstmal nicht festgenommen, aber die wurden erstmal von dem ganzen Umfeld da ausgegrenzt, also da heißt, die durften nur in der Kaserne bleiben, die durften nirgendwo woanders hin. Ja, und die Sache, und dann wurde es wieder friedlich und sowas ist dann auch nie wieder passiert. Nee, zum Glück, aber... Entschuldigung. Nee, seitdem, wirst du sagen? Seitdem, da habe ich irgendwie immer so ein, weiß ich nicht, wenn es heißt, wir fahren in die Disco, da habe ich nicht Angst vor, aber es ist immer dieser Hintergedanke, wenn du dann rauskommst, auf einmal ist denn wieder sowas los. Mhm. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist zwar gleich null, dass das wieder sein wird, aber wenn man sowas gesehen hat und wenn das so schlimm war, wie du es gerade geschildert hast, dass da fast einer zu Tode gekommen ist und alles kurz und klein geschlagen wurde, kann ich schon verstehen, dass man sich sowas einprägt. Lieber Hans, danke für deine Geschichte. Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute. Da darf ich dann noch jemand kurz grüßen? Ja, mach ganz kurz. Ich grüße Thomas T., der ist gerade unterwegs mit LKW, aber der weiß schon, wen ich meine. Thomas T., alles klar. Nicht Thomas D., sondern Thomas T. T, genau. T. Nicht Thomas D., sondern T. Genau. Gut, alles Hans. Klar. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. Dankeschön, tschüss. Und hier ist der Canon, stimmt das? Zahnan, ja. Das habe ich aber völlig vertan. Eine Frau. Ja, ein junges Mädchen, eher gesagt. Ein ganz junges Mädchen. Oh ja. Die auch schon mal in eine Diskothek geht. Ja, aber nicht mehr so gerne. Weil, ist irgendwas vorgefallen, was du mir erzählen möchtest? Es ist wirklich was vorgefallen. Es ist so ordinär geworden, dass ich das letzte Mal nicht so, aber ich bin einmal von der Disco am Stehen gewesen. Und dann sagt der Türsteher mir, ich sei nicht sexy genug angezogen, als ob ich hier reinkomme. Das tut immer weh, wenn man sowas hört, ne?
Ja, aber es ist einfach, es ist doch Sinn und Sache, dass man tanzt und Spaß hat und nicht darüber nachzudenken, oh, wie sehe ich aus und ach, ich denke einfach, man muss einen so mögen, wie er ist, ne? Ja. So, es hat ja zu dir gesagt, du bist nicht sexy genug angezogen. Ja. Geh nach Hause oder geh auf jeden Fall woanders hin, geh nicht hier rein. Ja. Such dir einen anderen Ort, wo du hingehst, du kommst nicht rein. Und dann? Ja, und dann, ich bin natürlich wütend geworden und ich bin eine Person, ich bin klein, aber oho. Ich merke schon, du hast Temperament. Ja. Ja. Und dann habe ich dir natürlich erstmal so Tacheles gesagt, was los ist, was das soll. Nach dem Motto, so kann man nicht mit mir sprechen. Genau. So. Also dann ich natürlich direkt gesagt, das finde ich sowas von echt derb, dass man eine Frau nach ihrem Äußeren beurteilt, um sie reinzulassen. Sag ich, hör mal, ich bin alt genug, um hier reinzukommen, finde ich, ne? Aber wenn du nur darauf stehst, dass jemand die Brust zeigt oder dir den Hintern zeigt, also, ne. Und dann kommen so Sprüche, ja, so verdient man sein Geld, ne? Ja. Oder wenn ich schon in eine Disco reinkomme, diese Männer halt, ne, die sich Männer nennen, sich so lange zusaufen, dass sie zu dir kommen und dann dir ins Ohr halt ordinäre Dinge flüstern. Ja. Du denen schon Klartext sagst, hör auf, sonst langt's eine. Jetzt aber erzähl mir erstmal weiter, wie das dann weiterging so, dann mit der Geschichte. Dem Türsteher. Ja, bist du denn nur reingekommen, bist du nicht reingekommen? Nee, ich bin nicht reingekommen. Bist du nicht reingekommen? Dem war das, glaube ich, ein Stück zu hoch, dass ich mich dagegen gestellt habe. Der hat dann nur die Hände die ganze Zeit hin und her bewegt, von wegen, komm, mach jetzt, geh, ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich glaube ja, dass das Allerklügste ist, da überhaupt nicht zu diskutieren. Nee, ja. Wenn jemand sagt, du passt hier nicht in unseren Club, dass man sagt, okay, und tschüss. Weißt du, die haben das Hausrecht und wenn die das entscheiden, ob die Entscheidung nun falsch oder richtig ist, oder das, da kann man ja eh nichts dran machen. Da sollte man weggehen und gar nicht, weil wenn man nämlich anfängt zu diskutieren, macht man sich ja immer noch kleiner und man zieht in der Regel ja eh den Kürzeren und kommt da nicht rein. Die haben irgendwelche seltsamen Kriterien, wonach die ihre Leute reinlassen sollen und muss man dann akzeptieren, und wenn es auch bescheuert ist. Du hast es aber gerade am Anfang so gesagt, als wärst du irgendwie so generell ein bisschen bedient in Sachen Disco. Ja, das ist eigentlich, denke ich mal, überall geworden, weil ich höre das von meinen Freundinnen persönlich oft, dass dann Männer sind, ne, die wollen nur saufen und sich irgendwo ein Mädchen angraben. Und die hören nicht auf. Also ich hatte auch schon den Fall, dass so ein Typ mir nach 3 Malen, die ich ihm gesagt habe, er soll mich in Ruhe lassen, mir echt dann in den Hintern gegangen ist. Ich bin natürlich zum Türsteher oder zu jemandem, der da arbeitet, ne? Und der sagte dann zu mir, ja, zeig mir den mal. Und dann ging das so, dass sie sich aber kannten, dass er aber nicht rausgeflogen ist. Ah ja. Ja. Und die Sache ist im Sande verlaufen dann. Ja. Passiert das, ist es dir oft passiert schon, dass es so wirklich obszön und, wie du auch vorhin schon selbst gesagt hast, so vulgär zugegangen ist? Ja. Dass du dann immer wieder belästigt wurdest von Typen. Ja. Was macht ein anständiges Mädchen jetzt? Also in der Diskothek wird man mit bösen, vulgären Sachen zugetextet. Was macht das? Gute Frage. Was machst du denn jetzt so am Samstagabend? Du kannst ja nicht die Puschen hochlegen. Ich bin zu Hause. Ach. Ich gehe wirklich nicht mehr weg. Also du sitzt zu Hause und guckst Fernsehen. Ja, also ich bin jetzt in einer festen Beziehung. Ach so, na gut, dann bist du erstmal... Und freut es natürlich, ne? Ja. Dass die Freundin sich nicht beschwert, dass sie mit ihren Freundinnen weggehen will. Ja. Es ist auch so, dass meine Freundinnen schon sagen, ja, okay, dann bleib zu Hause, wenn du nicht mitgehen willst. Und also ich sitze schon sehr oft jetzt an Wochenenden zu Hause. Also ich gucke Fernsehen oder mach was am Computer. Ja. Es macht keinen Spaß mehr, rauszugehen. Ja, also früher war es besser, ne? Ja, also ich denke schon, vielleicht war ich damals nicht alt genug für, ne? Aber wenn ich so gehört habe von meiner Mutter, dieses, ich war tanzen, ich habe was getrunken und das hat Spaß gemacht, ne? Ja, ich sag mal eben kurz den Leuten, die gerade mal so reingesetzt sind, meine Anruferin, die Chandan, ist 18 Jahre alt, ne? Und nur so als Zwischeninformation. Ja. Aber auch mit deinem Freund zusammen, auch nicht in die Disco? Auch kein Bock? Nee, auch nicht, nein. Nein. Wir waren mal mit Freunden, aber die Freunde, ne, die hatten auch nur das Ziel, zu trinken. Ja. Also, zu trinken, bis sie nicht mehr wissen, wo sie sind. Ja. Also müsst ihr jetzt solide werden. Ihr könnt ja im Sommer Minigolf spielen gehen oder vielleicht mal zusammen. Im Sommer, das wäre schön. Mensch, ärger dich nicht spielen und eine schöne Sendung im Fernsehen angucken. Also es gab... Cracker essen und so. Ja, aber es gab jetzt letzte Woche zum Beispiel, habe ich mir nach langer Zeit gesagt, geh mal raus, Mädchen, mach mal was. Ja. Ich bin rausgegangen, am Endeffekt war ich im Kino. Im Kino, ja. Ja, weil es
schon so am Eingang von der Schlange, das kam mir schon so ordinär rüber, wie die Leute da miteinander umgegangen sind in der Schlange. Ja. Wie sie sich gerempelt und geschlagen haben, von wegen, ich war vor dir dran und nein, ja, du hast dich vorgedrängelt. Es wird nur kompliziert. Ich meine, momentan bist du in der glücklichen Situation. Du hast einen Mann, einen Typ. Ja. So, aber wenn das mal, was wir nicht hoffen und glauben wollen, wenn das mal zu Ende geht, ja, dann musst du ja wieder auf die Suche gehen, ne? Ja, aber da habe ich schon... Wo? Wo sucht ein junges Mädel? Ich versuche, also wenn das jetzt ein besseres Wetter wäre, ich bin so jemand, der gerne liest auf der Wiese oder so und... Ja, und du meinst, da kommen die Jungs, wenn du liest auf der Wiese? Ich denke, also ich bin nicht übel im Flirten, ne? Kommt natürlich darauf an, wie du da auf der Wiese liegst, was du angezogen hast. Nein, ich kann von mir selber aus sagen, ich bin ein Mädchen, ich weiß meinen Reiz zu zeigen, ohne ja, dass es ordinär aussieht. Bin ich voll von überzeugt. Ich glaube, du bist so ein Typ, wenn ich dich auf der Wiese sehen würde, würde ich auch hingucken. Ja. Ne? Du bist so ein bisschen keck, aber nicht übertrieben, aber man guckt hin und denkt, ah, die hat irgendwie was. Ne, so. Ja, ich bin aber auch jemand, ich weiß schon, wen ich an mich ranlasse, schon mit den Gesprächen. Bin ich sicher. Ja. Das Problem habe ich nicht. Chandler, ganz andere Frage, was interessiert mich, was machst du vom Beruf oder bist du noch Schülerin? Ich bin leider im Moment arbeitslos. Ja. Ich habe meinen Hauptjob gemacht, habe aber keine Ausbildung gefunden und gehe jetzt weiterhin zur Schule im Sommer. Ja, das ist doch ein guter Plan. Ja. Ja, mit welchem Ziel? Ich will mal Kinderpflegerin werden. Ach so, also ein ganz grundsolider Job. Ja, fällt mir leider nichts anderes ein, also bleibe ich erstmal bei dem Wunsch. Ja, kann sich ja vielleicht auch noch irgendwie verändern. Kann sich ändern, wer weiß, im Laufe der Zeit. Bist ja noch sehr jung. Ja. Ja. Ich habe noch viel Energie in mich, das reicht. Total viel Energie, ich mag das schon. Liebe Chandler, schön, dass du angerufen hast. Ja, und hoffe, wenn Lob an euch. Ne? Dankeschön. Hoffe dennoch, wenn du nochmal in die Diskothek gehst, dass du da auf ordentliche Männer mal stößt und deinen Spaß hast. Ich habe schon einen Tipp von einer deiner Kollegen bekommen. Siehst du, es gibt ja auch nette Männer, die nicht gleich einem obszöne Worte ins Ohr flüstern. Aber es ist traurig. Du meinst, die sind rar gesät, die Männer. Es ist traurig mitzubekommen, wie die Männer da miteinander reden. Das bekommst du auch überall mit. Ja, ne? Ja, ja. Und immer diese Sprüche, die Schnalle, die schnapp ich mir und so Sachen. Ja. Es ist auch nicht mehr dieses like Gentleman First da. Mhm, die Männer passen sich nicht mehr an. Die kommen direkt an wie, na Süße, schöner Hintern und so. Nee. Nicht mit dir. Nee, nicht mit mir. Chandler, danke für deinen Anruf. Alles Liebe. Okay. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt In der Disco passiert. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, die ihr in einer Diskothek erlebt habt, die euch vielleicht sehr nachgehen, vielleicht schon seit vielen Jahren nachgehen. Heftige Sachen, bizarre Sachen, Dinge, die ihr unter Umständen auch nicht so gerne in eure Erinnerung ruft, weil es schon sehr unangenehm war. 0800 220 50 50 und hier ist die Melanie und Melanie ist 28 Jahre alt. Melanie, guten Morgen. Guten Abend, Domian. Ja. Ich habe vor ungefähr 13 Jahren den Mann des Lebens kennengelernt in der Disco. Vor 13 Jahren? Ja. Wir wollen mal Kopf rechnen. Du bist jetzt 28. Richtig. 15. Richtig. Da hast du da warst du in einer Diskothek. Richtig. Und in der Nacht habe ich meinen Geburtstag feiern wollen. Mhm. Also von meinem 15. auf den 16. Ja. Und das war allerdings ein Oldie-Abend. Eigentlich überwiegend alles ältere Leute. Wie alt waren die? 25? 20. Nee, älter. Noch älter? Noch älter. Uralt, also für euch damals? Für mich damals uralt, genau. Steinalt, scheintot schon, so ab 30 aufwärts. Ja, so ungefähr. Ja. Ich war jetzt selber kurz davor, aber damals war das für mich steinalt. Ja. Und ich war eigentlich mit einer Freundin verabredet und die hatte aber zwischenzeitlich Stress mit ihren Eltern und kam nicht. Wir haben uns damals verabredet, sind jeweils beide mit dem Bus gefahren und wollten uns da halt treffen. Mhm. Und nun stand ich da mutterseelend alleine, ein paar Minuten noch vor meinem Geburtstag und habe auf der Tanzfläche einen jungen Mann erblickt. Und der auch wirklich jung war? Genauso alt wie ich. Ja. Mhm. Und dann hat es auch gleich gefunkt von mir aus, also wirklich von der ersten Sekunde an und dauernd nur hingeguckt und weggeguckt, also sehr schüchtern eigentlich. War das denn der einzige wirklich so Junge da im Repertoire? Ich würde mal sagen, da waren wohl schon ein paar, aber die sind mir nicht wirklich aufgefallen. Mhm. So, jetzt hast du den gesehen. Da habe ich den gesehen, ja, er mich auch dauernd angeguckt, aber irgendwie hat sich keiner von uns beiden getraut, den anderen anzusprechen. Mhm.
Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, mal vorne an Eingang zu gucken, ob meine Freundin nicht doch schon mittlerweile gekommen ist. War aber nicht so. Ja. Und dann bin ich zurückgegangen. Ja. Und dann, oh Schreck, der gut aussehende Typ war weg. Oh. Und dann stand ich da halt wirklich ganz alleine und war die ganze Zeit eigentlich immer nur am Gucken, ob sie vielleicht kommt oder ob er irgendwo steht. Ja. Und irgendwann gucke ich auf die Tanzfläche und da stehen alle beide zusammen und unterhalten sich. Ach, deine Freundin und er? Genau. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, die sind zusammen zur Schule gegangen, waren in einer Klasse. Ach. Und sie ist auf ihn zugegangen und hat ihn gefragt, ob er Melanie gesehen hätte. Und dann sagt er, du, die kenne ich nicht. Aber kannst du mir sagen, wer das Mädchen da hinten an der Tanzfläche ist? Na, das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, und dann hat sie halt gesagt, ich wäre die Freundin und eigentlich wollten wir beide ja zusammen feiern. Und ja. Er ist dann auf mich zu, hat mich gratuliert und wir haben dann was zusammen getrunken und sind auch seit dem Tag zusammen. Nein. Und was eigentlich ganz niedlich bis heute ist, oder vielleicht auch peinlich, je wie man es will, ich habe vorher noch nie einen Jungen geküsst. So, und? War da natürlich überhaupt nicht drinne geübt. Nee. Und was ich dann im Nachhinein gehört habe, dass mein Mann seinen Freund damals erzählt hat, oh Gott, die küsst wie so ein Propeller. Und zwischendurch heute, wenn wir uns da mal küssen und das dann halt auch wieder zum Propeller kommt, dann sind wir ruckzuck wieder in eine Zeit von damals zurückversetzt. Das ist ja lustig, das ist dein erster Mann. Mein allererster Freund gewesen, ja. Und nach wie vor bist du ihm absolut treu? Ja, absolut. Und du hast noch keinen anderen Mann geküsst? Nein, überhaupt nicht. Das und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich vermisse auch nichts. Also ich muss ja sagen, heutzutage ist das ja eigentlich eher eine Seltenheit. Ja. Und wir bekommen auch immer wieder gesagt, dass wenn wir uns mit irgendjemandem darüber unterhalten, ach du spinnst doch, du kannst mir doch nicht erzählen, du hast noch nie einen anderen Jungen geküsst. Aber das ist so. Ja, das und da stehe ich auch zu. Ja, das ist ja auch okay, wenn man sich dabei zufrieden und wohl fühlt, ist das ja auch okay. Und sollte man auch keine Scherze drüber machen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Aber was für eine schöne Geschichte, was für eine Fügung. Dass er nur noch seine Freundin kannte und er fragt bei der Freundin, wer ist das Mädchen und dadurch kam der dann ins Gespräch. Wann hat es schon an dem Abend wirklich gefunkt? Oder ja, hat es, ganz bestimmt. Ja. Also beim ersten Hingucken eigentlich schon. Wie lange hat es denn dann von diesem Discoabend gebraucht, bis dann der erste Propellerkuss stattgefunden hat? Also ich würde mal sagen, gesehen habe ich ihn das erste Mal, weiß ich nicht, vielleicht um 11. Und dann gesehen haben wir uns kurz nach Mitternacht, also dass wir miteinander gesprochen haben. Sag bloß, ihr habt gleich in der Nacht noch geknutscht. Ja. Ach so. Da ging es aber flott. Für das einen, ging auch flott. Ja. Und da gingst du dann glückselig, bist du nach Hause geschwebt. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass du gleich mit ihm noch nach Hause gegangen bist. Nein. Nein. Wir haben damals ja jeder logischerweise noch zu Hause Klar, gewohnt. Er war ja auch noch sehr jung. Und er hatte auf gut Deutsch gesagt, den Abend die Arschkarte. Er musste schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, um 1 Uhr zu Hause sein. Ich durfte länger weg. Ja. Und da haben wir uns eigentlich dann erst den nächsten Tag gesehen. Aber da war das ja wirklich, und er wohnte auch in deiner Umgebung? Ja, so ungefähr 6 Kilometer von entfernt. Ja, das geht ja. Da ist dieser Geburtstag von dem 15. auf 16. Lebensjahr wirklich ja der erste Geburtstag deines Lebens, ne? Ja, ist es auch. Wo ihr euch, wenn du jetzt Geburtstag feierst, könnt ihr immer euer Kennenlernen feiern. Ja, richtig, genau. Wie lange hat es dann noch gedauert? Also die erste Knutscherei war dann schon in der ersten Nacht. Wann war der erste Sex? Oh, das war eigentlich relativ spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich habe ihn bestimmt, ich will nicht lügen, aber 1,5 Jahre bestimmt zappeln lassen. Oh, so eine bist du. Ja. Ja. Warum? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also nicht, dass andere jetzt denken, das ist voll die Hässliche oder wie auch immer, dass die so schüchtern ist. Im Gegenteil eigentlich. Ich war eigentlich immer in der Schule sehr beliebt und die waren auch alle wie die Geier hinter mir her. Aber mich hat das ehrlich gesagt nie interessiert. Ja. Du hast nur deinen einen, wie heißt der? Klaus. Dein Klaus. Da war nur der Klaus im Kopf. Richtig. Und nach wie vor immer noch. Und ihr seid verheiratet? Wir sind verheiratet. Mhm. Wann, wie alt wart ihr oder wie alt warst du, als ihr geheiratet habt? Eigentlich erst vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Mein Mann hat sich nie getraut. Ich wollte schon immer, wenn es nach mir gegangen wäre, schon gleich mit 18. Ja. Ich habe damals sogar an Kai Pflaume geschrieben. Wie heißt das auch noch? Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt. Wollte ich einen Heiratsantrag machen. Ja, ja. Aber da hat man mir damals von der Redaktion gesagt, dass ich angeblich noch zu jung wäre. Aha. Ja, siehst du, das hat auch ohne Kai Pflaume geklappt. Darum, das meine ich auch. Habt ihr Kinder auch schon? Nein, noch nicht. Aber das ist schon auch in der Planung. Das ist auch in der Planung, ja. Ist er denn dir auch ganz treu geblieben? Ja, bin ich mir 100%ig sicher. Mhm. Und noch keine Langweilserscheinungen? Nein, überhaupt nicht. Ich muss dazu auch gestehen, mein Mann, der ist Soldat, der ist auch beruflich immer unterwegs, kommt eigentlich nur am Wochenende. Ah ja.
Da hängt man nicht jeden Tag aufeinander, das ist auch ganz günstig. Genau, da hat eigentlich jeder so seinen Freiraum. Da freut man sich auf das Wochenende. Richtig. Mhm, ja. Was natürlich immer viel zu kurz ist. Ja. Und da bleibt natürlich auch nicht mehr so die Zeit für die Disco. Ja. Was, Melanie, ich weiß nicht, ob du meine Sendung öfters guckst oder siehst oder hörst. Doch, eigentlich wohl. Ja. Was denkst du denn dann so, wenn Leute von so ganz vielen wechselnden sexuellen Beziehungen erzählen, die schon, weiß ich, mit 23, 50 oder 60 Männer oder Frauen hatten. Wie empfindest du sowas? Wie empfinde ich sowas? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber bin immer der Meinung, das muss jeder selber mit sich vereinbaren. Wir haben natürlich bei uns im Bekanntenkreis auch welche, die das so handhaben. Ja. Aber ich finde immer, wenn in einer Beziehung alles stimmt und jeder den anderen auch irgendwo ein bisschen Respekt schenkt und ehrlich miteinander umgeht, dann vermisst man auch nichts. Ja, das glaube ich auch. Wir sind mal irgendwann von Nachbarn drauf angesprochen worden oder vielmehr mein Mann, so ganz hinten rum. Sag mal, wird das auf Dauer nicht langweilig? Das ist ja, als wenn man jeden Tag Pizza isst. Aber ich denke mal, man ist immer selber dabei und dann braucht auch gar nichts langweilig werden. Kommt ja darauf an, was man auf die Pizza drauflegt. Genau, das meine ich auch. Nein, ich finde das auch, das ist sicher ungewöhnlich und das sind seltene Fälle, aber sowas gibt es und das ist dann auch in Ordnung. Und bei es uns zählt ja das auch zum zweiten Mal wiederholt. Also meine Eltern haben sich auf der gleichen Art und Weise kennengelernt und sind heute auch noch immer glücklich verheiratet. Ist das wahr? Dann gibt's weil meine Eltern sagen auch immer, ihr spiegelt uns das wieder, was wir damals selber erlebt haben. Das ist ja auch noch kurioser, wenn die sich auch so kennengelernt haben. Und genau so, die haben sich gesehen in der Disco, haben sich verliebt, gleich zusammen geheiratet, 3 Kinder. Mhm. Also, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Nein, und unsere Silberhochzeit werden wir dann in der Disco feiern. gibt es diese Diskothek noch? Die gibt es noch, zwar unter einem anderen Namen, aber... Geht ihr da schon mal hin oder seid ihr da nochmal hingegangen danach? Ja, wir sind gewesen, weiß ich nicht, vor circa einem halben Jahr, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wir kommen uns da heute ein bisschen alt vor. Wir sind zwar noch nicht alt, aber diese Diskothek wird überwiegend von noch Jüngeren, also ich sag mal in dem Alter, wo ich damals war. Ja. Und da werden wir angeguckt, als wenn wir scheintot sind. Und das habe ich damals ja auch gedacht. Aber das ist natürlich ein toller Ort, wo man dann hingehen kann und sich, man kann in Erinnerung schwelgen, ne? Ja, das war damals so und wie schön das war und was für ein Glück wir haben. Ich hoffe, dass euer Glück hält. Und das hoffe ich auch. Dass alles gut weiterläuft und ihr beiden richtig glücklich bleibt. Dankeschön. Melanie, grüße mir herzlich deinen Mann. Mach ich. Und alles Gute. Schöne Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, an dieser Stelle sage ich euch schon mal unser Thema übermorgen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir auch immer eine feste Themennacht. Und da heißt unser Thema Transplantation und Organspenden. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die vielleicht dringend auf eine Transplantation warten, die eine Transplantation hinter sich haben. Und ich würde auch gerne über das Thema Organspende mit euch diskutieren. Da gibt es ja auch Pro und Contra, vielleicht mit Leuten, die einen Organspendeausweis haben, was ich sehr vorbildlich finde. Aber es gibt auch Leute, die da ganz anders denken. Also Transplantation und Organspende, unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Jetzt geht es mit unserem heutigen Thema weiter, nämlich mit den Disco-Geschichten in der Disco passiert. 0800 220 50 50. Hier ist Anja und Anja ist 20 Jahre alt. Hallo Anja. Hallo. Was ist dir passiert in der Disco? Ich war vor einem Monat mit meinen Freundin in Dortmund in der Disco und wir Mädchen und haben dann halt Party gemacht und haben halt da getanzt und dann kam halt ein Junge, der war wohl ein bisschen angetrunken und hat dann zu meiner Freundin erst gesagt, ja, willst du mit mir tanzen, dies und das? Mhm. Und dann meinte meine Freundin, nein, ich möchte nicht mit dir tanzen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, lass uns mal tanzen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte auch nicht mit dir tanzen. Und dann hat er uns einfach nicht in Ruhe gelassen, hat immer weitergemacht und meinte meine andere Freundin, ja, bitte lass uns in Ruhe und ja, geh bitte weg, wir wollen nicht. Und dann hat halt immer weitergemacht, immer weiter. Wart ihr so in eurem Alter? Auch um die 20? Ja, so 24, 25, älter. Ein bisschen älter, ja. Und, also richtig belästigt, ist genervt und er hat euch genervt und wollte einfach nicht akzeptieren, dass ihr mit ihm nichts machen wolltet. Genau. Mhm. Und so meine Freundin immer näher gekommen, wollte sie auch anfassen, also umarmen und mit ihr tanzen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, nein, ich möchte nicht. Und dann habe ich versucht, in ruhigem Ton
zu ihm zu sagen, ja, bitte geh jetzt, wir wollen echt nur Party machen, wir wollen nicht mit dir tanzen. Ja. Ja, und dann hat er uns halt einfach nicht in Ruhe gelassen. Dann meinte meine Freundin, geh jetzt, wir wollen das wirklich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du denn jetzt, du? Ja, hat dann halt ein paar Schimpfwörter gesagt. Und meine Freundin, die ist dann, hat er gesagt, was willst du denn, lass uns doch bitte in Ruhe. Ja, und dann ist er voll ausgerastet, hat sie dann total angespuckt. Und ins Gesicht auch. Und da hat meine Freundin, das war voll erschrocken und meinte, boah, was soll das? Warum spuckst du mich an? Und dann haben wir uns auch schon dazwischen gestellt, aber dann hat er ihr eingeklatscht. Also in der Disco, wo auch andere Leute dabei waren und ihr wart auch dabei. Er ist gespuckt, dann geschlagen, ins Gesicht geschlagen. Und dann hat meine Freundin ihm auch eingeklatscht und hat er das Glas genommen, sein Bierglas, hat das über sie gekippt und wollte, und dann hat er, wollte er sie nochmal schlagen mit dem Bierglas auf den Kopf. Dann ging ein junger Mann dazwischen, der hat die dann halt auseinandergehalten und der hat sie dann voll weggetreten, hat ihr die Beine weggezogen und dann lag sie halt da, hat sich den Kopf aufgeschlagen und dann kam auch zum Glück schon der Türsteher und hat dann halt gesagt, ja, raus, raus, hat den halt rausgetragen und die auch natürlich, die war voll fertig. Und ich und meine Freundin waren total baff, weil alle auf einmal da waren und Tischler meine Freundin dann auf den Arm genommen hat und rausgetragen hat. Und die Tischler haben uns einfach nicht zu ihr gelassen. Und wir waren so fertig. Ich habe die Weinen gesehen. Ich habe echt, ich war so ist, fertig. Ist sie noch notärztlich versorgt worden? War das nötig? Oder? Nee, das war... Also so keine Platzwunden oder so? Nee. Nee, nur so. Da war der Spaß, vorbei für den Abend, ne? Auf jeden Fall. Also kanntet, ihr den vom, irgendwie vom Ansehen, den Typ? Nee, gar nicht. Ist jetzt irgendwas draus geworden? Habt ihr den angezeigt? Oder? Ja, der hat den angezeigt an den Abend noch. Kam auch die Polizei und... Die Janan vorhin, die angerufen hat, die hat das ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Frage ich dich jetzt auch, empfindest du das, dass so das Klima rau oder immer rauer wird in den Diskotheken? Dass die Leute brutaler sind und irgendwie massiver auch auf euch Mädels zugehen und ist das so? Also ich denke, da auch einige Mädchen sehr freizügig da rumlaufen, denke ich, dass einige Jungs, vor allem wenn die angetrunken sind, denken, das ist leichte Beute, dass man die ruhig anpacken kann. Also denke ich mal, dass die so denken. Ich weiß nicht, manche Mädchen verhalten sich ja auch so. Und die werden immer dreister, die Jungs. Die packen einen an der Brust, am Po, überall. Das ist richtig schlimm. Man muss schon echt Angst haben, als Mädchen alleine zu gehen, ohne Freunde, ohne Kollegen, also Jungs, die dabei sind. Ja, und selbst wenn du mit Freundinnen gehst, wie in eurem Fall jetzt, passiert es dann auch, ne? Am besten ist es, wenn man mit Jungs unterwegs ist, ne? Eben, ich gehe auch nie wieder ohne Jungs feiern, weil das ist einmal passiert. Und seitdem habe ich auch leider keinen Kontakt mehr zu dieser Freundin, der das passiert ist. Warum nicht? Weil sie dachte, als die Türsteher sie rausgetragen haben, hat sie gedacht, dass wir noch drin weiter feiern, also Party gemacht haben. Ach so. Aber die Türsteher haben uns leider nicht zu ihr gelassen, weil die meinten, die muss sich beruhigen. Wir lassen euch jetzt nicht zu ihr. Und seitdem die ist. Aber das, meinte, ihr seid ja wieder. Seid ihr denn dann wieder zurückgegangen? Nein, wir kamen ja gar nicht raus. Wir kamen ja nicht zu ihr. Wir haben sie ja ganz komplett aus der Disco gekauft. Nee, klar, aber was habt ihr denn gemacht? Wo seid ihr hingegangen? Ja, wir haben, sind auf Toilette gegangen, haben versucht, sie anzurufen, um zu sagen, hey, wir kommen nicht raus und so. Ja. Und die Türsteher haben uns wirklich nicht rausgelassen. Ja. Also, aber sowas kann man doch klären. Du kannst ja doch, schick ja doch mal eine Nachricht oder eine Mail. Ja, habe ich ja. Ich habe sie ja dann erreicht. Und dann meinte ich, ja, soll ich rauskommen? Ich komme jetzt raus. Die Türsteher lassen uns nicht durch. Aber das hat sie wohl nicht verstanden. Und ich habe gesagt, ich komme nicht raus, ich will zu dir, weil ich war ja selber jetzt am Wein. Im Nachhinein kann man das doch klären. Ja, aber sie versteht mich immer noch nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also ich finde sehr, sehr, sehr bedenklich, was du oder was ihr erzählt, dass das so vulgär und so brutal wird in den Diskussionen. Ja, leider. Das ist ja wird wirklich immer schlimmer. Ja, das ist wirklich schlimm. Ja, ich habe schon so vieles erlebt, aber das ist einfach die Härte gewesen. Das heißt, für dich als 20-jährige junge Frau ist es fast unmöglich zu sagen, ich gehe heute Abend alleine in eine Diskothek. Genau. Ja. Das finde ich schon schlimm. Das ich gehe auch mit meiner Freundin nicht mehr alleine weg. Das machen wir nicht mehr, weil da ist zu viel passiert und es hätte ja auch mehr passieren können. Zum Beispiel könnte auch was passieren, wenn man dann aus der Disco rausgeht. Genau. Ne? Und dann, wer weiß, wer da draußen einen beobachtet und so weiter. Eben, genau. Das ist es leider. Ja. Aber es wird echt immer schlimmer. Immer. Liebe Anja, danke auch für deinen Anruf und alles Gute. Ja, gut, danke schön. Tschüss. Und hier ist der Martin. Martin ist 27. Hallo Martin. Hallo Domian. Jo. Diskothekengeschichten. In der Disco passiert.
Ja, und zwar vor 3 Wochen war ich auch in Dortmund in der Diskothek unterwegs. Mhm. Und da war ich dann zu späterer Stunde, musste ich dann halt auch mal auf Toilette. Mhm. Gehe da in diesen Toilettenbereich rein und suche mir da ein freies Pissoir. Mhm. Und so war noch ein Pissoir frei neben mir und dann stand da noch ein anderer Kerl. Mhm. Nichts weiter dabei gedacht. Der war 20 Zentimeter kleiner und ja, ich pinkelte so vor mich hin. Mhm. Er war vor mir fertig und ging schon weg. Ja. Und ich war dann fast fertig mit dem Pinkeln oder fast sogar schon beim Einpacken. Und auf einmal springt mich jemand von hinten an und beißt mir in den Hals. Ach. Das war eben besagt der Kerl, der vorher neben mir stand. Der Kleine? Jo. Der beißt dir von hinten in den Hals? Ja. Was ist das denn? Das war ein wildfremder Typ. Keine Ahnung, was der für Drogen eingeschmissen hat oder was. Keine Ahnung. Ach so, ja, Drogen. Mhm. Und, ja, und dann, warum hat er das getan? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn auch nicht mehr dann zur Rede stellen können. Also es war so, ich habe ihm dann eine geklatscht. Hat er dich so festgebissen, dass es geblutet hat? Nee, das nicht. Ich hatte allerdings so eine Woche ein gutes blaues Fleckchen da am Hals. Ja. Und man konnte die Zahnabdrücke noch so 2 Tage sehen, aber geblutet hat es nicht. Erzähl mir die Situation weiter. Der springt dich von hinten im Pissoir an und beißt dich in den Hals. Ja. Da ist man ja erstmal so geschockt, weil man alles erwartet im Pissoir, aber nicht, dass jemand einen in den Hals beißt von hinten. Was hast du gemacht? Wie verlief das weiter dann? Ja, ich habe ihm reflexartig eben an die Seite geschlagen, wo diese Schmerzen am Hals waren. Mhm. Habe ihm dann wohl auch im Gesicht getroffen. Mhm. Habe mich dann rumgedreht, habe erstmal fertig eingepackt, so im Hinterherrennen. Er ist dann gleich Richtung Ausgang gerannt. Achso, er ist geflohen. Ja, an den Türstehern vorbei. Und ich bin dann halt zu den Türstehern hin und habe gesagt, hier, das und das ist passiert. Und die meinten, ja, den haben wir hier gerade rausrennen sehen. Vor dem brauchst du keine Angst mehr haben. Der wird hier wahrscheinlich erstmal nicht mehr reinkommen. Wir kennen den auch. Mhm. Und ja. Das war's. Das war dann halt diese Geschichte, die mir in der Disco passiert ist. Verrückt, verrückt. Das kann man ja nur mit Drogen erklären. Dass der irgendwie völlig abgedreht war und irgendeinen Cocktail zu sich genommen hat. Das denke ich auch. Er hat auch nichts gesagt vorher dazu. Er hat nichts gesagt oder geschrien oder irgendwas. Gar nicht. Er hat nur gebissen. Nee, gar nichts. Mhm. Ich denke auch mal, dass es irgendwie vielleicht mit seinem, ja, mit seiner Szene zu tun hat, dass er sich vielleicht für einen Vampir hält, weil es war halt so ein Rock- und Metal-Schuppen, wo ich drin war. Ach so. Ach so. Ja, das kann natürlich auch sein. Dass er in der Szene, in so einer Szene ist, dass er sich selbst als Vampir vorkommt und dann die entsprechenden Drogen, das ihrige dann auch tun. Kann sein. Ja. Aber er hat dein Blut nicht rausgesaugt. Nee. Ja, das klingt witzig, aber im ersten Moment ist man da ja wahrscheinlich auch komplett geschockt, ne? Ja, gut, also ich meine, ich habe auch relativ gute Reflexe. Mhm, wenn ich jetzt vielleicht noch ein paar Bierchen mehr getrunken hätte oder so, hätte vielleicht noch ein bisschen fester gebissen und hätte das Ganze vielleicht ein bisschen anders aussehen. Ja, ja, insofern ist es alles noch glimpflich ausgegangen und die Bisswunden Male sind auch schon verschwunden mittlerweile. Ja, ja. Ja, ja. Deine Sache, aber ich hoffe, dass du dann noch entspannt demnächst in ein Pissoir gehen kannst. Aber wahrscheinlich guckt man sich dann immer um, ne? Und achtet mehr drauf. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also ich lasse mich nicht vom Feiern abhalten. Ja. Und wenn ich dann halt mal pinkeln muss, dann muss ich halt auch mal pinkeln, aber dann gehe ich lieber schon mal 5 Minuten vorher und ja, sehe halt, was da für Leute am Pissoir stehen und zur Not warte ich halt nochmal 2 Minuten oder so. Ich glaube, immer wenn einem irgend so etwas Unangenehmes oder Gewalttätiges passiert ist, wenn man das einmal ist, dann ist so die Unbefangenheit verloren. Dann ist man immer auf der Hut und passt auf und hat die Augen vielleicht dann ein bisschen mehr, als es vorher war. Ja, das denke ich schon. Allerdings, wie gesagt, das Feiern lasse ich mir nicht verleiden. Nein, sollst du auch nicht. Lieber Martin, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Ich möchte noch ganz kurz eine Lanze brechen für die Männer, weil die 2 Vorrednerinnen vorhin so waren. Ich kann es verstehen, dass man als Frau Angst haben könnte oder kann, dass man in der Disco so angemacht wird, aber es gibt auch viele Männer, die ganz anders drauf sind und die wirklich nett sind. Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass es so eine bestimmte, ich sag mal, Proll-Szene gibt von Jungs, die genauso sind, wie die Mädels das gerade beschrieben haben. Und die fallen natürlich besonders auf. Und die Netten, die fallen natürlich auf. Die sieht man ja nicht. Die sind ja nur normal. Die sieht man schon, aber die fallen nicht auf.
Ja, da hast du wohl recht. Ja, allerdings wollte ich, wie gesagt, halt eine Lanze brechen, dass nicht alle Männer so sind und dass die Mädels sich das Feiern auch nicht verleiden lassen sollen. Vielleicht liegt es auch daran, habe ich mit den Mädels gerade nicht besprochen, dass man sich auch gezielter vielleicht die Läden aussucht, wo man hingeht. Es gibt bestimmt auch Läden, wo das nicht so assi abläuft, wie gerade geschildert wurde. Das mag vielleicht auch noch einen Teil dazu beitragen. Ja. Martin, danke für deinen Anruf und für die Lanze, die du gebrochen hast für die Jungs. Alles Gute. Jo. Tschüss. Und weiter geht es mit der Nadine. Nadine ist 28. Guten Morgen, Nadine. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Die Diskothek. Ja. Das ist unser Thema heute. Die Diskothek. Ja. Das Jagdrevier aller Leute, nein. Ja. Ich habe jahrelang als Tresenkraft in der Disco gearbeitet. Ja. Und muss wirklich und auch leider sagen, dass ich meiner Vorrednerin recht geben muss. Also es wird wirklich immer brutaler. Gut, du kannst das nur wirklich beobachten, wenn du es über viele Jahre, also beurteilen, wenn du es so lange beobachtet hast. Ja, also vorher waren es wirklich nur die Leute, die mit Alkohol aggressiv geworden sind und dann auch Mädels anbaggern und so weiter und so fort. Aber es wird wirklich immer brutaler, also mit Schlägereien und dass jetzt auch mittlerweile Waffen gezogen werden. Und da habe ich dann selber auch gesagt, ich höre jetzt auf, in der Szene zu arbeiten. Ja. Also ich vermisse schon, es ist ja eine sehr eigene Welt und man hat auch mit speziellen Leuten zu tun. Aber wir, also ich komme aus Norddeutschland, genauer aus Bremen und wir hatten vor einigen Wochen wirklich eine Schießerei hier. Und es ging um rivalisierende Türsteherbanden. Was? Also es ist, ist auch dieses Metier ist in fester Hand. War das und nicht sogar? Das ist ähnlich wie auf dem Kiez, also wirklich mit den Damen des horizontalen Gewerbes oder so, dass wirklich spezielle Gruppen zuständig sind für spezielle Diskotheken. Und eine Diskothek hat den Besitzer gewechselt und nun war das Problem, dass die frühere Türsteher-Clique gern ihr Revier behalten wollte, eine neue hineingedrängt wurde. Und da war es dann wirklich so, normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das untereinander austragen. Also, dass die wirklich ihre auch extreme Brutalität, sei es nur mit Totschlägern und wirklich krankenhausreif schlagen, untereinander ausgetragen haben. Aber da war es wirklich so, dass die Leute Tür geöffnet haben und sechsmal in eine Diskothek reingeschossen haben. Unfassbar, ja. Es ging durch die Nachrichten, ich erinnere mich an die Bilder. Genau. Es war ja bundesweit, wo das berichtet. Ja, war das nicht sogar schon zum zweiten Mal in Bremen und sowas? Ja, leider zum zweiten Mal, aber wie gesagt, normalerweise wird das untereinander ausgetragen. Also jeder weiß eigentlich genau, wer es ist und welche Disco jetzt zum Beispiel betroffen ist und so weiter und so fort. Was war denn das Schlimmste, was du persönlich miterlebt hast, wo du Zeugin warst? Also die Schießerei selber war halt in der Diskothek, wo ich auch gearbeitet hatte, aber ich bin an dem Abend nicht da gewesen. Ja. Aber es ist ähnlich bei mir gewesen, dass wirklich, ich habe das damals miterlebt, wo die das untereinander ausgetragen haben, dass dann wirklich die Leute plötzlich vor der Tür stehen und wir mussten uns einen Abend wirklich einschließen, weil draußen wirklich eine ganz brutale Schlägerei abging. Also wirklich mit, was ich schon sagte, diesen Totschlägern und so weiter und so fort. Also dass auch wirklich drei Leute wirklich auf der Intensivstation lagen, im Koma und so weiter. Das heißt, ihr musstet euch einschließen. Hattet ihr auch Angst, dass euch irgendwas passieren eventuell? Ja, muss man wirklich sagen. Also wir haben, unser Geschäftsführer hat gesagt, wir schließen jetzt ab, wir lassen keinen raus, wir lassen keinen rein. Und draußen war wirklich Bambule, wie wir es im Norden so sagen. Also und da ging es wirklich brutal zu. Und auch, dass die Polizei war mit zwei Autos vor Ort und hat da gar nicht sich getraut einzugreifen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Verstärkung gewartet. Wollte ich gerade hinaus. Kritisierst du auch die Polizei, dass die zu lasch ist mit diesen organisierten Kräften, die da... Also, okay, das ist ähnlich wie damals so auf der Reeperbahn, wo die Hells Angels so mehr oder weniger rausgedrängt wurden und noch brutalere jetzt nachgekommen sind. Also im Grunde genommen ist das alles geregelt unter sich. Also, dass die Leute wirklich sagen, ja, wir haben das Revier, wir machen unsere Sachen und wir achten auch drauf, dass das nicht nach außen getragen wird, dass keine Gäste mit involviert werden, dass keine außerhalb Leute mit reingezogen werden. Und das war jetzt wirklich das erste Mal, dass wirklich Leute von außerhalb, sprich die Gäste, die gar nichts damit zu tun hatten, involviert wurden. Ja. Und ansonsten ist es bei der Polizei so, die wissen natürlich, klar, sie würden immer wieder das alte Übel mit einem neuen füllen. Ja. Und dann arrangieren sie sich mehr oder weniger. Letztendlich eine sehr bedenkliche Entwicklung.
Auf jeden Fall. Rundherum eine schlimme Entwicklung. Was würdest du denn so Mädels, die wir gerade hier in der Sendung hatten, empfehlen? Ja, also viele Mädels, ich habe das auch festgestellt und ich war früher, ich sag mal, was heißt früher? Also es war wirklich vor 3-4 Jahren, konnte man auch bei Schlägereien mal dazwischen gehen, hat beide nett angelächelt, hat gesagt, kommt her Jungs, vertragt euch wieder, ich gebe euch ein Bier aus und danach ist ja auch meistens so wirklich normale, sag ich, betrunkene Leute, sagen dann ja auch, plötzlich sind sie wieder beste Kumpels. Ja. Ist ja wirklich so. Aber die Zeiten sind vorbei. Also ich würde den Mädels wirklich raten, wirklich wegzugehen und auch auf gar keinen Fall dazwischen zu gehen. Das heißt, die Gefahr, wenn der Mädel dazwischen geht, ist, dass sie auch eine gescheuert kriegt, volle Kanne, ist groß. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Woran, also woran, mittlerweile woran, die Hemmschwelle, ich weiß nicht warum, aber woran, früher war wirklich die Hemmschwelle bei Männern auch so, dass die Frauen nicht geschlagen haben. Woran liegt das? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob das Gewaltpotenzial allgemein höher geworden ist. Also auch gerade jetzt, ich sag mal, bei den Leuten, die jünger sind, so 16, 17, dass die Jungs sagen, ja, es gibt ja auch die brutalen Schlägermädels, dass sie jetzt mittlerweile sagen, ja, okay, wenn sie es will, dann kriegt sie halt auch links und rechts eine. Also ich weiß noch, als ich 16, 17 war, da war das undenkbar, dass ein Junge ein Mädchen schlägt oder angreift. Also wir konnten bei unseren Jungs immer dazwischen gehen und sagen, hier, pass auf, du bist jetzt, komm her, wir gehen nach Hause, du bist ein bisschen zu betrunken. Oder wir gehen in eine andere Kneipe oder Disco, das war möglich. Ja. Aber heutzutage ist das wirklich sehr gefährlich. Ja. Ich finde es sehr beängstigend, das jetzt von allen Seiten zu hören heute Abend und von dir, die du so lange gearbeitet hast, finde ich schon sehr schlimm. So, du bist raus aus der Szene und gehst einer normalen Tätigkeit nach. Ja, genau. Nämlich? Ich bin eigentlich Studentin, ich habe das immer als Nebenjob gemacht und das ist natürlich auch Feldstudie. Also normalerweise, ich habe früher immer gesagt, jedem Psychologiestudenten würde ich empfehlen, mal in der Gastronomie zu arbeiten. Ja, das ist ein gutes Studium, Grundstudium. Studierst du denn für Psychologie? Nein, was ganz anderes. Nämlich? Japanologie und Unternehmensführung, Oh, das ist natürlich was ganz komplett. Zum Beispiel in Japan, wenn man weggeht, ist es auch ganz anders. Da ist noch alles sehr friedlich. Also ich sag mal, die sind wirklich, was das anbelangt, dieses Gewaltpotenzial, wirklich noch 10 Jahre zurück, Gott sei Dank. Nadine, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, vielen Dank, Domian. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Emanuel, 25, hallo. Ja, hallo, Domian. Ja, großes hallo. Lob an deine Sendung. Dankeschön. Höre ich schon seit 5 Jahren. Ja, mein Thema ist, ich habe nackend auf Discobox getanzt. Also, wie auf dem Slip bekleidet, sage ich mal. Ne? Ach so. Ja. Also, da kann ja jeder mit dem Slip. Ja. Wie kam das? Warst du besoffen oder wie kam? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich bin normalerweise introvertiert. Ja. Das war auch vor 7 Jahren, da war ich 21. Ja. Und ja, das war aus der Bierlaune heraus. Moment, du bist jetzt 25 und vor 7 Jahren? Nee. Ich bin jetzt 30. Ach, du bist 30, habe ich falsch gesagt, ja. Ja, richtig, ja. 30. Es war eine Bierlaune, war es eine Wette oder wie hat sich das ergeben? Nee, es war so gewesen, ich hatte davor eine kleine Affäre gehabt, aber es kam nie zum Sex und die Frau war auch da und da wollte ich dir so körperlich zeigen, was ihr entgangen ist. Was du zu bieten hast. Ja, richtig. Aber hast den Slip anbehalten? Ja, natürlich. Also ich habe auch beim zweiten Mal es geschafft, auf die Box zu kommen. Ja. Weil das erste Mal war die Rauschmeister schon am Start gewesen und haben mich da runtergeholt. Und wie lange haben sie dich dann beim zweiten Mal dann geduldet? 3 Minuten. 3 Minuten. Also, da war ein Lied. Also, hat es denn seine entsprechende Wirkung auf die Angebetete gehabt oder hat die sich müde zur Seite gewandt? Ja, mehr oder weniger abwertend geschaut. Ja, damit kann man, glaube ich, kein Mädel beeindrucken, ne? Meine Freundin, also ich hatte dann eine neue Freundin und die war auch ziemlich nicht begeistert davon. Aber du warst nicht so betrunken, dass du dich nicht daran erinnern kannst. Du kannst dich Nein, ich weiß es noch. Also es war das schönste Karneval, also war auf Karneval gewesen. Ja. Ja, kann man ja mal machen. Schämst du dich denn deshalb so im Nachhinein? Etwas. Einen bitteren Nachgeschmack hat es wohl gehabt am nächsten Morgen. Haben denn die anderen Leute irgendwie gepfiffen? Haben die applaudiert oder haben die Buh gerufen? War zu laut. Ne, die haben sich mehr bedeckt gehalten. War auch zu laut, so sag ich mal. Ja. Ja. Und mit dieser Frau, die du da beeindrucken wolltest, hast du mit der da mal hinterher nochmal drüber gesprochen? Gar nicht mehr. Leider nicht. Aber ich höre schon, wie du das jetzt so erzählst, dass du wahrscheinlich nicht mehr so schnell nackt auf einer Box tanzen wirst in der Disco. Nö, aber ich sag mal, heutzutage ist das so alles, wie gesagt, gewalttätiger geworden, warum ich auch sowas meide.
Dagegen ist ja dann nackt auf der Box tanzen noch sehr harmlos gegen die Sachen, die wir gerade gehört haben. Ja, ja. Ja. Solange ich kein öffentliches Ärgernis dargestellt habe. Ja, das war ja wahrscheinlich eher lustig und ja, die anderen haben geschmunzelt. Ja. Lieber Emanuel, danke für den Anruf. Mhm. Alles Gute. Ja, du legst auf und wir rufen zurück. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik bei Michael Verhoeven. Morgen haben wir wieder eine Freitemennacht, wie immer von Mittwoch auf Donnerstag. Könnt ihr anrufen zu jedem Thema. Und nochmal an dieser Stelle der Hinweis, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Transplantation und Organspende und mehres über unsere Themen unter www.domian.de. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen, freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss.